Ich glaube, man schafft. Ach, scheiße. Voila. Abfahrt! Ich spiele hier mit dem Feuer, wortwörtlich. Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Dark Souls. Diese Folge geht online. Anders. Ich nehme diese Folge auf, während die letzte Folge, die ich aufgenommen habe, für mich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch gar nicht online ist. Das bedeutet, ich kann in der heutigen Folge noch nicht auf eure Nachrichten eingehen. In der letzten Folge sind wir hier runtergestiegen, in die Untiefen, in das Rattenloch. Und haben hier ein paar neue Gegnertypen sind dem begegnet, unter anderem diesen Gesellen hier mit Fackeln. Aber wir hatten letzte Folge auch so, ja, einen Bossfight, haben aber auch Havel herausgefordert und besiegt. Also so eine Art Miniboss, lol, der kommt hierher. Aber jetzt müssten die doch runterfallen, oder? Wenn er da drunter lang geht? Ne, anscheinend nicht. Naja. Okay, wir wollen aber gar nicht zurück. Wir gehen jetzt hier nämlich weiter. Wir hatten da hinten schon die Möglichkeit, so eine Leiter herunterzugehen. Ah ja, nee, das ist hier, genau. Zu dieser Riesenratte. Da weiß ich aber noch nicht, ob ich das mache. Wir gehen jetzt hier erstmal weiter. Wir sind immer noch menschlich. Ach du Scheiße, stimmt. Das sind aber eine Menge Ratten, Digga. Oh Gott, und Schleim. Ja, dann komm mal her, Leute. Komm, genau, komm mal her. Nee? Ist an der Decke was? Ja, ich hätte diesen Giftring. Der ist jetzt immer verlockender, ne? Wollt ihr? Ja? Komm mal her, Leute. Komm mal her. Hä, warum wollen die denn nicht? Jebaiten die einen für irgendwas? Das wirkt so, ne? So, das war schon mal sehr gut. Hä, die wehren sich nicht. Wolle. Hamdu. Was ist mit denen? Großaxt. War das jetzt ein Fehler? Ist jetzt die Riesenratte sauer auf mich, weil ich die kleinen Ratten hier wegmache, obwohl die mich gar nicht angreifen? Großaxt. Oh. Da hatten wir die Armbrust noch ausgerüstet. Großaxt. 140 Schaden. Ich will die mal sehen. Die ist ja riesig. Alter! Mashallah! Oh, so ein Stärke-Run wäre ja auch geil, ne? Vielleicht mal privat. Gut. Weg. Weg. So. Okay, ich glaube, hier würde ich zweihändig die Situation angehen. Oh, das kann man ja wirklich wegklatschen. Ist ja widerlich. Hier wabbert alles. Widerlich. So, was ist hier? Hinterhalt. Oh. Okay. Hm. Ja, gut. Was macht man jetzt, ne? Wenn einem ganz offensichtlich gesagt wird, Achtung, hier ist ein Hinterhalt. Aber man will ja auch weiter. Gut, ich könnte halt auch hier weiter. Aber früher oder später gehe ich... Das ist halt das, was ich meine, wenn es blind ist. So, man kriegt halt safe auf die Fresse. Kann ich hier durchhauen? Nein. Mal generell mal probieren. Was ist das hier für ein Scheißglibber eigentlich? Ja, I guess, ich, vielleicht meint ihr auch nur, hier steht was um die Ecke. Was für Hinterhalt. Ha! Okay. Okay. Schlitz, das war der Hinterhalt. Hoffe ich. Hier ist irgendwas auf dem Boden. So festgeschmockt. Oh, was droppen die denn? Menschlichkeit, Ehre. In den Arsch. So. Hä? Warum hauen die denn rein vor mir? Warum fürchten die sich vor mir? Trage ich irgendwas, was irgendwie... Was sie irgendwie... Guck mal, die haben gar keinen Bock auf mich. Die haben gar keinen Bock auf mich. Waffe in Gefahr? Oh. Jo, ich mach gar keinen Schaden. Scheiße, Waffe in Gefahr. Was hier? Kanalkammerschlüssel. Meine Waffe ist in Gefahr.
24 von 80 Robustheit. Scheiße. Ja, ich kann die gar nicht selber reparieren, ne? Ich habe ja gar keinen... Das ist ja unangenehm. Was mache ich denn jetzt in dieser Situation? Da muss ich ja zum Schmied, zu einem der Schmiedecharaktere zurück. Oh je, und dann muss ich mir... Okay, also wir... Ey, wenn das bei Null ist, geht die aber nicht kaputt, oder? Also kaputt im Sinne von dann ist die weg, oder? Wir wechseln auf jeden Fall mal die Waffe. Was nehmen wir? Ist ja auch mal ganz nett. Spielen wir mal was anderes. Panzerbrecher? C. Geschicklichkeit. Rapier aber auch. Sieht aber auch geschmeidig aus, ne? Ja, oder wir nehmen halt einen Speer. Hat auch C. Ja, klar ist es. Oh oh. Oh oh. Ist jetzt hier ein anderer Spieler? Ich bin so komisch pulsiert, ne? Oh oh. Oh oh. Und jetzt gerade ist meine Waffe im Arsch. Scheiße. Was mache ich jetzt? Nee, erzählt mal, ist jetzt ein anderer Spieler hier gespawnt? Ey, mein Helm hat so pulsiert. Ich hab Angst. Lügner. Wie? Die Wand ist nicht real. Ja, sieht doch so aus, ne? Lügner? Ey! Boah, fast verschluckt. Ihr sagt mir immer, ich soll jede Wand schicken und so, aber ich habe noch nie was gefunden, was irgendwie ein Geheimgang war oder so. Okay. Was mache ich jetzt? Also ich habe gerade richtig Schiss, merkt ihr. Ich wollte ja eigentlich checken, ob es noch was Besseres gibt. Flügelspeer. C, aber deutlich mehr Damage. Hellebarde ist doch D, okay. Kann ich aber nicht tragen wegen Stärke, okay. Ich habe zwei Gargoyle-Hellebarden? What? Okay. Ja gut, dann nehmen wir das Flügelspeer, würde ich sagen. Da habe ich Bock drauf. Machen wir so. Weil da kann man, glaube ich, angreifen, während man blockt. Da habe ich schwer Spaß dran. So, Schlückchen. Oh, was ist das? Die Tasse kenne ich ja noch gar nicht. Ist da Falco drauf? Und da steht Hand of Blood. Hm. Ja, vielleicht gibt es das ab Freitag im Shop. Okay, gehen wir weiter. Oh, den will ich mal von hinten abstechen. Will ich mal gucken, ob ich das hinkriege mit dem Speer. Ja, der Schmuck da oben. Was machen wir damit? Da riecht rektal rein, ne? Trost. Was ist Trost? Kann ich irgendwie an der Seite vorbei? Och Mann. Oh. Jetzt will er aber. Er hat richtig Spatiatenmodus, ne? Okay. Ich versuche hier mal durchzusprinten. Ich versuche mal durchzusprinten. Easy. Eine meiner leichteren Übungen. Hier war da irgendwo aber noch einer. Hier, ne? Ja, ja, ich bin aber vor. Ich weiß nicht, ob ich da was spammen muss. Vielleicht sollte. Ah, ich will es halt nicht ausprobieren, weißt du, wie ich meine? Oh, jetzt wabbert der mir so eklig hinterher. Schmock. Okay. Jetzt kommt der Koch. Respawnt der, ist die Frage. Weil der war ja gar nicht so heftig, wie ich dachte. Den konnte man ja sogar entspannt blocken und so, ne? Warte, hier müsste ja einer sein. Ne, respawnt nicht. Okay, krass. Krass. Vor dir Feind, ja.
So, und das war er hier, ne? Heiliger, ja. Übrigens, er ist weg. Ist reingehauen, okay. Gut, shit. Ach komm, hör doch auf. Das war unnötig. Oh lol, habe ich eine Range. Ach, das ist so ein Hund. Lol. Ich dachte, es wäre eine Ratte. Moin. Ist wirklich so ein bisschen Sparta, ne? Phalanx, Junge. Zack. Zack. Es geht gut, es geht gut. Guck mal, das ist null verbessert, ne? Also es ist nur ein Speer. Aber das Geile ist, es hat halt übel viel Reichweite. Und ich mag es, dass ich halt blocken... Ihr merkt generell bei dem Run, ich bin super schildfokussiert. So, ist der hier noch? Nee. Aber du. Man kann auch so ein bisschen spammen. Wo ist denn der? Oh mein Gott. Okay. Gut. Und hier steht halt auch immer noch Leben. Irgendwas mit dem Kackkessel hier, ne? Was Leben? Ich habe das Gefühl, und das ist irgendwie nervig. Ich habe das Gefühl, ich laufe an so vielen geheimen Sachen vorbei. Oh, getroffen. Also das, wirklich. Als ob ich ganz viel verpasse. Fear of missing out. Die Fackelboss sind sehr aggressive, ne? Highly aggressive. Zerbrochenes Schwert. Hey, da habe ich mittlerweile so viele, ne? Schlitz. So. Okay. Nochmal Schlückchen. Ja, ich habe hier irgendwie noch keinen Shortcut entdeckt, ne? Also in Bezug auf schnell wieder irgendwo anders sein. Oh, ich habe mich anvisiert. Ich habe eigentlich L2 gedrückt und habe mich aufs Anvisieren verlassen. Aber das hat irgendwie nicht gegriffen. Rollen. Das versteckt. Also das checke ich halt auch noch nicht. Was wollen die denn mit Rollen hier? Hm. Diese Tipps sind halt ganz nice. Aber die bringen mich sehr oft. Kann man hier irgendwie drüber balancieren? Nee, ne? Die bringen mich sehr oft in so einen Mut, dass ich halt wirklich das Gefühl habe, ich verpasse ganz viel. Ja, wenn man hier schon Tipps hat und trotzdem nicht reilt, was sie von einem wollen, das ist irgendwie... Aber auf der anderen Seite, so ist das Game, ne? Kriegt ihr halt nicht alles in die Wiege gelegt. Versuch's mit Hoffnung. Gut, das sagt mir halt wirklich gar nichts. Okay. Wo gehen wir denn jetzt am besten hin? Was ist die kürzeste Route? Hier? Hier hoch? Ich glaube, das ist auch die einfachste vor allem. So. Ne, wir müssen ja zum Schmied. Ja, doch. Ja, doch. Wir können auch so Anti-Gift uns mal hier kaufen. Weil ich kann mir vorstellen, dass wir es da unten bei dem einen oder anderen Boss vielleicht noch gebrauchen werden, wenn das eh so eine Giftgegend ist, mit super viel Ratten auch und diesem Hund. Hä? Ach so. Ah ja. Ja, hier kommen wir zum Schmied ganz gut. Hier kommen wir zum Schmied. Dann können wir schön alles auf Range abarbeiten. So, Jungs. War so semi-geil. Kriegt die gerade hinten nicht erstochen, naja. Kommt ihr noch was von hinten? Ich höre da so viel Getrappel. Nee, ne? Okay, so. Ähm.
block halt, während ich schlage. Das ist halt echt belohnt. Wisst ihr? Kostet zwar echt viel Ausdauer, dabei zu schlagen. Aber das löppt, ne? Das löppt. So, moin. Ah, Ehre. So. Jetzt setzen wir uns einmal hin. Können wir auch wieder nicht menschlich werden? Nee, ne? Doch, Aushöhlung umkehren. Ich glaube, das machen wir, oder? Du bist keine Hülle. Nee, man kann nur. Okay, krass. Sag mal, im aktiven menschlichen Zustand, hat man da eigentlich Vorzüge? Also, ich meine, ihr habt mir gesagt oder beigebracht, der Zähler oben links erhöht die Stats. Ja, so ganz allgemein. Natürlich einige sehr spezifisch und andere weniger. Aber so ganz allgemein kann man das ja sagen. Aber wenn ich halt Mensch auch bin, wie ist das dann? Ne? Da weiß ich jetzt gar nicht, wie, ob, ja, und überhaupt. Dieser Scheißdrache, ne? Eigentlich müssten wir versuchen, den jetzt mal wegzukaspern. Für so eine Passage ist Speer halt auch so geil, ne? Guckt euch das an. Es ist so geil, wenn man so enge Gänge hat. Für enge Gänge ist es so nice. So, dieser Kackschwanz, ne? Ich guck mir das mal an, da oben. Ich guck mir das mal an. Ist es wirklich der einzige Weg, ihm seinen Schwenneck? So. Jetzt haben wir erstmal das Gebiet geklärt, ein paar Seelen abgefarmt. So, wie sieht das da vorne aus? Kann ich da nicht versuchen, durchzusprinten? Was meint ihr? Wenn ich ihn trigger? Was ist... Stehe ich eigentlich hier safe? Ja, okay. So. Könnte ich dann nicht theoretisch durch... Alter, er hat alles weggeatmet. Ey, soll ich das mal probieren? Das Problem ist, wenn es nicht klappt, dann liegen da meine scheiß Seelen. Wisst ihr, wie ich meine? Ich probier's. YOLO. Man schafft's. Hätte ich nicht aufgenommen? Hätte ich's nicht aufgenommen? Ich glaube, man schafft's. Guck mal, manchmal fliegt er auch hoch. Manchmal, oder? Ach, scheiße. Wallah. Das Rad! Das Rad der Schmerzen! Hehehe. Abfahrt! So. Aber wir sind ja hier direkt um die Ecke. Ich kletter wieder hoch. Gewinne, gewinne, gewinne. Da würde ich direkt um die Ecke. So, achso. Ich habe noch gar nicht hier auf. Oh, ich glaube. Oh mein Gott. Wir haben ein Problem weniger. Ich muss meine Seelen jetzt gar nicht mehr aufsammeln dort oben, weil die 17.000 Seelen, die da oben liegen, die darf ich gar nicht mehr aufsammeln. Das ist cool, ne? Alter, das ist... Das kann... Das darf... Vor allem die drei Menschlichkeit ja auch. Ey, ist das asozial? Hä? Hä? Guck mal, manchmal... Manchmal fliegt er. Wenn er fliegt, dann muss ich laufen. Nicht immer. Er fliegt nicht immer. Ich sag's dir. Hallo. Ich glaube, wenn er mich trifft, fliegt er dann. Oder ist es wirklich komplett random? Kuckuck. Jetzt fliegt er. Okay, er one-shottet mich hier vorne. Ich weiß halt nicht, ab welchem Punkt ich durch die Flammen laufen kann. Oh!
Ich spiele hier mit dem Feuer, wortwörtlich. Ich würde es gern durchprobieren. Aber ich laufe Gefahr, hier direkt zum Beginn der Folge weggespammt zu werden. Ich glaube aber wirklich, also nur mal kurz. Ich glaube, wenn ich da mich treffen lasse ein bisschen und schon ein bisschen Strecke gemacht habe, aber noch nicht so sehr treffen lasse, dass ich tot bin und dann renne, während er fliegt. Das ist der Sweet Spot. Ja, bitte nichts Schlimmes. Bitte. Die Nummer 4. Die Gießkanne. Ja. Also, die hatten wir noch gar nicht. Ich habe hier so eine kleine Gießkanne. Und die muss ich mir jetzt komplett über die Rübe kippen. Ich wette, es ist auch richtig kalt abgestandenes Wasser. Oh, es rinnt gerade runter in den Schritt. Oh. Oh, das ist richtig kalt. Ah. Oh, wann hört's denn auf? Ja, war ein bisschen viel irgendwie. Also mehr als gedacht. Ja, vor allem, jetzt muss ich hier eine Stunde noch. Ey. Niemand sagt, ich darf den nicht ausziehen. Als hätte ich mir eingepisst. Na, nicht ganz, dann wird es schon hier anfangen. Oh Gott. Ja, weiter geht's. Also mit jeder... Mit jeder... Strafe, die ich hier neu entdecke, muss ich wirklich sagen, ich habe jedes Mal, also letztes Mal mit dem Helm war wirklich Real Rap schon richtig schlimm. Ich hatte danach richtig Rückenschmerzen. Für 1-2 Stunden noch. Oh Gott, okay. Du, also dafür bumse ich den. Das geht gar nicht. Ich probiere jetzt schon mal zurück. Nee. Es ergibt halt auch. Was ist denn, wenn ich maximale Feuerresistenz gehe? Vielleicht sterbe ich dann nicht da vorne. Hier Ritterschild hat doch noch mehr Feuerresistenz, oder? 60. 65. Hüllenschild hat mehr Feuerresi. Ja, mashallah. Er geht hier gerade lang. Er geht hier lang. Was? Ich bin geschockt. Unfassbar, was da gerade alles passiert da oben. Wir drehen eine Runde am Rad der Qualen, der Schmerzen. Ey, können wir mal eine Abstimmung machen, wie das jetzt heißt? Rad der Qualen oder Rad der Schmerzen? Ja, ich hoffe, ich werde daran erinnert. Warte. Nam. Nicht, dass ich es vergesse. Nam kümmert sich um den Zweitkanal. Jo, Nam, bitte erinnere mich mal dran, dass wir eine Abstimmung machen unter Dark Souls Folge 5.
Wie wir das scheiß Rad nennen? Rad der Qualen oder Rad der Schmerzen? Danke. Eins, Mausefalle. Ich habe mir so eine Kiste bereitgestellt. So eine ganze Kiste mit Folterinstrumenten. Bescheuert, wirklich bescheuert. Ja, alle Folge wieder. Ne? Kommt die Mausefalle, Digga, und haut mir die Pfoten kaputt. Ah, das war genau aufs Gelenk, Digga. Junge, ich gehe so hart diese scheiß Seelen im Wald farmen. Ey, wirklich, Drecksgame. Okay, ich hab aber gerade richtig, wie sagt man, Narren gefressen an diesem Drachen. Ich will das jetzt unbedingt herausfinden. Wann fliegt der? Wann? Er ist hier lang gegangen. Können wir darüber reden? 65? 65 auch? Und ist leichter. So. Wo ist hier Feuer? Da, Feuer. 15. 6. Hier um die Ecke? Kann ich hier einfach chillen? Nee, kann ich nicht. Lebe. Ich glaube, hier drin kann ich um die Ecke. Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! What? LOL! Hab ich jetzt den Schwanz hier? Gelobt sei die Sonne. Ja. Und die Mäuse fallen. Kann ich die umbringen oder passiert dann was? Ich weiß nicht. Ich will jetzt kein Risiko hier eingehen. Okay, aber ich bin hier gerade an was dran. Und ich habe es komplett blind selber herausgefunden. Ich bin gerade richtig stolz. Das meinte ich vorhin. Leute. So, erstmal kriegst du hier in den Nacken. Scheiß auf euch. Scheiß auf euch. Abstechen. Wieso geht das nicht? Wo war hier noch einer? Warte mal, wo ist der Drachen? Der hockt hier nicht mehr, oder? Ach, da. Hä? Bei denen geht es irgendwie nicht. Wahrscheinlich, weil die eh in One-Tap sind. Wo ist der Drache? Nee, ernsthaft, wo ist der Drache? Hä? Der ist reingehauen. Hier ist ein Feuer jetzt. Hallo? Ich aktiviere das mal. Ach, das meinte er, dass ich... Donny meinte, er feiert es, weil, wie ich immer Sachen entzünde, aber mich nicht hinsetze oder so. Oh, okay, respawned. Die Army ist gerespawnt. So, jetzt habe ich hier einen Hebel. Jetzt ist der Loot auch weg. Der Loot ist dann auch weg. Scheiße, da war Loot. Na gut. Okay. Hä? Ich check halt nicht, wo der Drache jetzt hin ist. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass ich den jetzt für immer verloren habe. Dass ich die Gelegenheit, die Chance jetzt vertan habe, den zu machen. Weißt du? Da habe ich gerade ein bisschen Sorge vor. Vielleicht kommt er noch mal wieder. Ich habe keinen Plan. Ich bin
Also so oder so. Ich habe hier eine Passage freigemacht. Also Progress Easter. Ich würde mal wieder umrüsten. Auf das Rudelschild. Und die hier mal easy wegmachen. Wobei, ja komm. Das war aber auch ein schmerzhafter Weg. Ey, aber wie dieser Drache... Oh shit. Fand ich jetzt alles wild, muss ich sagen. Dass dieser Drache jetzt reingehauen ist. Aber Dark Souls ist nicht so ein Spiel, dass der jetzt wirklich gone ist, oder? Dem werde ich irgendwann wieder begegnen. Aber hier wäre meine Chance wahrscheinlich gewesen, würde ich jetzt mal vermuten, dass ich ihn hätte schwächen können, indem ich... Ey, wie da der Schwanz runterhing. Ich schwöre euch, ich hätte den da abstechen können. Aber dann ist er für immer reingehauen. Oder ich habe keine Ahnung, ey, ich bin gerade voll sad. Irgendwie glücklich, aber auch sad. Vielleicht gibt es irgendwann gegen den Bossfight. Vielleicht ist das sogar der allerkrasseste Endboss. Keine Ahnung. Der Oberdrache. Weil eigentlich war doch Krieg gegen die Drachen und Drachen waren alle gebumst, oder? Ja, und vielleicht wäre hier die Chance gewesen, den für diesen Kampf schon mal zu schwächen. Weil man... Ah, hier bin ich. Okay. Weiß ich nicht. Weil man ihm dann schon mal einen Schwanz hätte abschlagen können. I don't know. So, Leute. Oh, oh. Ja, ich kann ja blocken und schlagen. Oh, oh. Der heilt sich, ey. Arschloch. Ja, kann ich auch. So. Ich weiß nicht, wie ich die Folge bisher finden soll. Weil auf der einen Seite ist schon bitter, was hier läuft. Die 16.000 Seelen. Die 16.000 Seelen, die gone sind. Dann, dass ich hier mies auf die Fresse bekomme, Gießkanne ausgeleert, Mausefalle auf die Hand geballert. Junge, so weh hat die noch nie getan. Also, Junge! L1, bitte! Nee. So geht das. Schön saufen, Digga. So. Ja, also ich weiß nicht. Wo ging es hier runter? Ach ja. Genau. Okay. Hm. Aber Speer ist auch echt ganz nice, ne? Ist halt sehr safe eigentlich, aber macht halt ultra wenig Damage. Liegt aber, denke ich mal, einfach vor allem daran, dass ich das jetzt nicht aufgebessert habe. Oh, moin. Oh, oh. Nee. Kannst knicken. Speer feiere ich schon. Also das fühle ich, muss ich sagen. Fühle ich. Wenn das richtig krass Schaden machen würde, wie so ein Donnerspeer oder so. Wie dreist die vor mir saufen, ey. Als wäre schon Wochenende. Ich hab grad mal Bergfest. So. Oder? Der Release der Folge? Mittwoch oder Donnerstag. So, Freunde. Wer will? Shit. Dass das Treten gar keinen Schaden macht, finde ich spannend. Ne? Also wenigstens so ein bisschen. Na, müssen die wissen. So, durchgestochen. Okay, zurück zu André. Achso, mir wurde übrigens gesagt, hier ist irgendwie so ein Exploit oder ein Glitch. Für irgendwas? I don't know. Ich weiß es doch auch nicht, Leute. Gut. Ja, das war jetzt ein ordentlicher Fußmarsch, Alter. Oder?
Okay, ich setze mich auch noch nicht hin, weil ich will nicht, dass alles respawnt. So, moin André, oder wie du heißt. Oh. Das Ding, was wir letzte Folge gefunden haben. Große Glut hergeben? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Alter, ist alles nass. Wow. Ich mach's einfach. Magnificent. You won't be disappointed. Okay, wenn er das sagt. Aber wahrscheinlich übergibt man ihm diese Sachen zum Veredeln und ab dann kann man diese Art der Veredelung auf jede Waffe machen? Nee, das ist ja verbessern. Okay, wir kaufen jetzt erstmal Waffenschmiedekiste. Oder? Nee, Reparatur von Waffen an Leuchtfeuer. Ja. So, dann Ausrüstung umwandeln. Ushigatana. Große Scherbe. Ach, guck mal. Plus 6. Krudes Ushigatana. Okay, what? Reparieren. Okay, so. Können wir das Schild tatsächlich auch nochmal? Ja, komm. So. Ausrüstung umwandeln. Ich brauche eine große Scherbe noch zusätzlich. Kann ich das kaufen? Nee, nur kleine. Okay, aber ich habe hier zwei Optionen, die ich... Warte, Anzeige umschalten? So, plus 6 ist einfach... Ja, wird halt stärker. Ist wie... Also ab Stufe 5 kann man die wahrscheinlich nicht mehr verbessern, oder? Waffe verstärken? Ist hier das noch aufgeführt? Nee, ist gar nicht mehr aufgeführt. Krass. Ja, das dachte ich mir. Das hatte ich auch noch so in Erinnerung. Dass plus 5 das Maximum ist mit den kleinen Scherben. Und ab dann wandelt man um... Und da habe ich jetzt... Okay, ich kann ein krudes Ushigatana machen. Dann macht es noch mehr Damage. Aber Attributbonus wird zu C, was schlechter ist. Aber guck mal, ich brauche jetzt nur große Scherben. Mit diesen krassen Sachen, die ich finde, wie jetzt große Glut, schalte ich einfach nur die Möglichkeit frei, Waffen weiter zu verbessern. Ich dachte, es ist so einmalig anwendbar auf eine Waffe. So, jetzt aber die Frage. Was hat große Glut gemacht? Und ich hatte doch noch was anderes. Ich hatte doch noch... Jo. Jo, alles klar. Ich hatte doch auch noch... Genau. Funkeltitanit und grauer Brocken. Benutzen. Ach so. Verstärkt Standardwaffen auf plus 14 und Kristallwaffen sowie Blitzwaffen auf plus 4. Aber spielt, also kann ich mir damit was kaputt machen? Ne? Also dieser graue Brocken, wenn ich den einfach so draufjagen kann, ohne dass ich zum Schmied muss oder irgendwas, cool. Aber verhaue ich mir dann das, zum Beispiel Ushigatana, weil ich dann das nicht mehr veredeln kann oder umwandeln kann? Hier war doch noch so die Option... Ja. Hier war doch noch die Option, das hier. Da kann ich anscheinend etwas rückgängig machen. Das wäre ultra Ehre. Das hätte ich nicht erwartet bei Dark Souls, falls dem so ist. Aber was soll das Symbol sonst? Ja, komm. Okay, folgendes. Oder ich warte noch auf eure Kommentare. Ich will nichts falsch machen, weil ich Schiss habe, dass ich etwas unwiderruflich mache. So wie ich damals den Typen geboxt habe. Wobei, ihr habt mir jetzt oftmals gesagt, das hätte ich auch fixen können. Cool, danke. Und was ist Krudes? Okay. Ich meine, wir machen gut Damage. Und es läuft uns nicht weg. Wir können jetzt einfach erstmal mit dem Ushigatana weiterspielen und Spaß haben. So.
Fertig. Zack. So, wir können jetzt entweder zurückrennen in die Katakomben da unten. Oder wir rennen hier mal lang am Yu-Gi-Oh! Monster vorbei. Und ich glaube, da kommt man in diesen Wald. Oder wir können ja bei Havel unten durch den Turm. Und da kommt man, glaube ich, auch in den Wald. Bin ich mir nicht sicher. Was hier? Gelobt sei die Sonne. Ja, komm. Ich habe das Gefühl, auch wenn es jetzt ein weiter Weg ist, ist es das Beste, da weiterzumachen, wo wir aufgehört haben. Unten in der Kanalisation, falls man das so nennt. Oh, was wir auch machen könnten, wäre zum Sonnenfeuer-Dings schreien und ins Verlies zurückfliegen. Nee, wie heißt das? Asyl? Na, also das Startgebiet. Alter, was ist mit ihm los? Hängen geblieben. Weil, wir haben ja so einen Schlüssel bekommen. Wir haben ja so einen Schlüssel bekommen, womit wir da diese eine Tür öffnen können. Ihr erinnert euch vielleicht. Da gab es ganz am Anfang eine Tür. Wollen wir das machen? Komm, wenn wir jetzt hier eh gerade so losgelöst aus etwas sind. Ich muss aber echt Seelen farmen, deswegen haue ich den hier auch nochmal um. Ich könnte auch jetzt so einen schwarzen Ritter da auf dem Turm probieren. Alter, der Schaden. Ich hoffe immer noch auf dieses Baldur-Set, ne? Ich glaube, das ist auch sehr, sehr useful. Okay. Oh, es hat ein bisschen Schaden gemacht. Ja, es war gut, dass ich das hier freigelassen habe. Ich meine, klar, hier hätte man nochmal Seelen farmen können, aber der Progress lässt dann doch ein bisschen zu wünschen übrig, ne? So, aber auch nochmal hier geschaut. Habe ich hier wirklich alles entdeckt? Weil wofür ist das da? Es ist halt safe nur dafür da, damit man dem Typen hier seinen Schwanz abschlagen kann. Ey, ich piss mich ein, wirklich. Es ist so, ich ärgere mich ein bisschen. Auf der einen Seite war es geil, weil es wirklich mal das erste Mal war, dass ich das Gefühl hatte jetzt, ich habe blind was entdeckt und geschafft und herausgefunden und probiert und wurde belohnt. Aber irgendwie wurde ich auch, habe ich das Gefühl, ich wurde bestraft. Ich habe es verkackt. Aber so baut man halt sein Wissen in Dark Souls auf, denke ich mir. Und irgendwann macht man halt die geilsten Runs der Welt, weil man alles weiß, ne? Wie man genau die Sachen triggert und so weiter. Ich kann ja jetzt auch nicht neu laden, ne? Also Dark Souls ist ja so gestrickt, dass, gehen wir zum Feuerbandschrein? I guess. Dass man halt nicht neu laden kann. Okay. Ich überlege gerade, was die kürzeste Route ist. Alter, also, so geil die Map halt aufgebaut ist, mit den ganzen Shortcuts und der Ursprungsweg ist so eingestampft, aber dann fällt einem sowas wie das hier auf. Ach nee, ich kann ja einfach hier die Leiter runterrauschen und dann bin ich, dann habe ich ja gefühlt 5 Minuten gespart. Ne? So. Moin Jungs, moin Mädels. Ich bin's wieder, euer Henno. Kalle Kuschinski. Ey, habt ihr es mitbekommen, was gerade bei Kalle abgeht? Sein Kanal rastet gerade völlig aus. Das ist gerade in Deutschland der größt wachsende Kanal. Der hat innerhalb von 20 Tagen jetzt 100.000 Abos gemacht, weil der macht ja auch so ein bisschen so, der hat ja auch so seine Simulatoren, wo er dann auch so ein bisschen mit Kostümen und so Sachen macht. Und so, Alter, Bruder, aus nächster Nähe mit Molly. Unter anderem Busfahrersimulator, hat er schon lange gemacht. Das ist so, ja, was ich auch bewusst ein bisschen ausgelassen habe. Man spricht sich auch ein bisschen ab, so untereinander. Und das macht er schon seit, keine Ahnung, über einem Jahr macht er schon diesen Simulator. Halt sporadisch. Ach, hier ging es jetzt runter, okay. Naja, auf jeden Fall haben jetzt angefangen, irgendwelche Accounts auf TikTok, die ihn womöglich, also anders, irgendein TikTok-Account, der ihn kennt, hat angefangen, irgendwie Clips aus seinem Busfahrersimulator-Folgen zu nehmen
und die einfach zu uploaden, so als kurzer Clip auf TikTok. Mehr nicht. Und das ist irgendwie viral gegangen. Und dann haben so viele oder mehrere Accounts das gemacht. Und teilweise dann auch irgendwelche Accounts, die ihn womöglich gar nicht von YouTube kannten, aber einfach nur gesehen haben, krass, das geht gerade auf TikTok viral. Und dann ist das irgendwie so eine Gruppe oder so eine Dynamik, die dort entsteht, dass viele diese Accounts, teilweise Leute auch wohl nur Accounts dafür gemacht haben, um diese Clips zu erstellen aus all seinen uralten Busfahrer-Simulator-Videos. Und auf einmal machen all seine Bus-Simulator-Videos 100.000 Klicks. So jedes einzelne. Der hat irgendwie innerhalb von einer Woche 1 Million Klicks gemacht, nur über seine Bus-Simulator-Videos, was ja für ihn ultra krass ist. Und dann hat er jetzt mal wieder, also dann lädt er jetzt weiter Busfahrer-Simulator hoch und nutzt das jetzt gerade und ist richtig random. Aber ich gönn's ihm halt richtig hart, weil Kalle ist eh einer, der ist halt häufig am Struggeln, weil er oftmals nicht so ganz weiß, was ist jetzt so der beste Move für seinen Kanal und für sich. Und der hat jetzt gerade Anfang des Jahres so eine Ansage gemacht, dass er jetzt alles restrukturiert und so richtig Kampfansage macht. Und dann passiert das und ist gerade richtig nice. Oh, hallo. I regret meeting you under such compromising circumstances. Ich erinnere mich. At least we both made it back unscathed. Incidentally, would you care to learn any sorceries? You're clearly talented and besides, I owe you. Of course, we will require some materials, but I'm happy to teach you some elementary spells. Are you interested? Das ist gerade sehr verlockend, denn wir haben jetzt schon sehr viel geskillt. Wir sind Stufe 30 oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn man jetzt weiß, wie man ihn kriegt, dass man halt einen Run macht, wo man eine gute Anfangswaffe hat, wie zum Beispiel Vagabund mit dem Säbel. Mit dem kommt man problemlos bis zu ihm hin, alle Seelen spart und dann hier jetzt richtig reinskillt in Magie. Ich sag einfach mal ja. Einfach nur, weil es mich interessiert. Seelenpfeil. Sturzkontrolle. Großer Seelenpfeil. Zauberwaffe. Akustischer Köder. Krass. Beschleuniger des Zauberers. Und Ringe. Brüllender Drache. Dieser besondere Ring wird nur den fähigsten Magiern der Drachenschule von Winheim ausgehändigt. Aha. Ist wahrscheinlich so eidmäßig, ne? Okay. Achso, da war noch was, ne? Nee, war nicht. Okay. Nochmal reden. Have you heard of Big Hat Logan? Master Logan is a great sorcerer. Imagine teacher. Logan. Both mit einem Zaubererhut. Also von X-Men, Wolverine. Departed, leaving only a note. Yeah, I suppose he wished to keep me out of harm's way. But where does that leave me? I have dedicated myself to sorcery. But Master Logan could find no use for me. Habe ich jetzt scheiße gelabert? Der heißt doch Logan, oder? Wolverine? Ja, das ist aber ja seine Persona, oder? Aber eigentlich heißt er ja Doc Logan. Nee, das ist sein Bruder. Irgendein Film hieß doch auch Logan, oder? Nee, warte mal. Die Figur des Wolverine. Ja? Scheiß drauf, naja. Logan Paul mit dem Zauberspitzhut wäre auch geil. Nochmal reden? Yes. The note that Master Logan left. It only said he would travel to Anolondo by way of Sen's Fortress. I can only guess that he seeks the Regal Archives. For Master Sen's Logan Festung ist dieses Takeshi Castle, glaube ich, was ich genannt hatte. Wisdom trumps all. Everything else is hogwash. When the curse turned him undead, oder Hogwarts. I'm certain that he only felt it was the perfect chance to visit this land. I only wish that I had his courage. Mm-hmm. Two things are required for sorcery. Mm-hmm. First, you must equip a wand. Mm-hmm. Second, you must attune a sorcery. Mm-hmm. Then you will be ready to fire away. Oh, and don't forget to aim. Mm-hmm. Two things are okay. Required for sorcery. Ja, okay. Gut, was geht hier noch ab? Versuch's mit Kopf. Ey, kann ich den runtertreten?
Mit Kopf? Was heißt versuch's mit Kopf? Ist es wieder verankert? Warum sterben hier immer so viele? So, moin. Why, what a surprise. I didn't expect you to make it. Stimmt, wir haben die Glocke. Oh, ah, nee, da hatten wir ihn schon angeschaut. Wait, was it you? Aber noch gar nicht. You never give up, do you? I don't know how you do it. Well, don't stop now. Das riecht so widerlich. Only one more. But it's going to be suicide. Das Ding ist, dieses Wasser aus der Gießkanne, das war da schon halt anderthalb Wochen drin, ne? Das ist richtig, also richtig abgestandenes Wasser. Achso, eine Sache wollte ich mal ansprechen. Hier war ja dieser Ritter. Und ich habe ja gemutmaßt, dass das ein Schurke ist. Und ein paar haben geschrieben, ey, bring den auf jeden Fall um, weil wenn du es nicht machst, dann killt er die hier und bla bla bla. Das ist die Art von Spoiler, wo ich euch bitten würde, das zu unterlassen. Ich weiß, ich habe schon Dinge gemutmaßt und man könnte das so verstehen, dass ich da eure Hilfe brauche, aber ich will auch schon, dass das Spiel mich hittet. Ihr verratet ja jetzt auch noch nicht, was für krasse Bosse kommen und erklärt mir, wie ich die kämpfen soll. Macht ja keiner. Aber das ist ja aus dem Grund, weil ihr sehen wollt, wie ich sterbe. Verstehe ich auch. Aber selbiges würde ich hier erwarten. Ihr könnt mir gerne Tipps geben oder Hints, so ein bisschen so, na schau, irgendwer hatte gesagt, ey, geh da mal links, da wirst du was finden, das wirst du brauchen wollen. Oder das wirst du geil finden. Zwinkersmiley, so nach dem Motto. So, jetzt lebt sie aber noch und er ist nicht da. Ist er vielleicht hier runter oder so? Ja, also weil, wäre ein cooler Moment für euch auch gewesen, wenn ich auf einmal hier so hinkomme und sie ist tot. Den habt ihr euch jetzt verkeckt. Aber ist jetzt nicht fürchterlich. Ist jetzt nicht sonderlich schlimm. So, ich gucke hier oben nochmal, wie hier die Lage ist. Ach, guck mal. Ach ja, er. True. Well, so you made it out. Hier ist irgendwie meine Basis, kann das sein? I have my pyromancy of the great swamp, so I can usually manage with a bit of care. Oh yeah. By the way, I can share my spells with you. I think you have a knack for it. All you need are the materials. Mm-hmm. I'll be pleased to help you. Ah, and unless you find the magics unsavory. Nein. Yeah, wonderful. I'm sure that, you know, they'll be of some use, some assistance. Here, first take this. Pyromantieflamme. A flame from the great swamp. Now you're a fully fledged pyromancer. Why, let's get started right now. Okay. Eisenfleisch verstärkt Abwehr und Widerstand. Krass. Blitzschweiß. Was? Starkes Schwitzen verringert Feuerschaden. Jetzt bin ich wieder disconnected von diesem Dark Souls Server. Ich hoffe für euch. Also ich hoffe nicht. Das ist echt weird, ne? Das stelle ich. Welkers Ding. Oh Mann, sowas würde ich gerne. Na gut. Schneller lesen. Ich habe gerade ein bisschen Sorge, dass wenn ich hier. Die beide Magier haben mir hier die Möglichkeit gegeben zu sagen, ich will nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn ich jetzt hier zum Beispiel. Ich denke vielleicht zu viel darüber nach, aber. Dass, wenn ich halt sage, nee, lass mich in Ruhe, ich später die Möglichkeit habe, wirklich zu proven, dass ich halt kein Magier werde und dann halt mit bestimmten Rittern interagieren kann, mit denen ich jetzt. Hoppala. Jetzt vielleicht nicht mehr interagieren kann, weil ich hier mit Magiern interagiere. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe die ganze Zeit bei Dark Souls das Gefühl, dass ich mir was verbaue. Warum? Warum eigentlich? Ich glaube, das ist echt mein Trauma mit diesem Schmied. Okay, also hier haben wir ein paar Spells. Wir können Ausrüstung umwandeln. Da können wir die verbessern mit Seelen einfach. Okay. Aber die Stats verbessern sich nicht. Achso, doch. Ja, gut. Pyromancy is the art of casting fire. Produce flame, then channel it. Just as our ancestors did. A pyromancer must be in tune with nature herself. My home, the Great Swamp, is an abundant store of nature. You will understand one day. It only takes time. Ja, wir reden. Klappern ja nochmal alles ab. Pyromancy has a, well, rather primitive aspect to it. It messes poorly with advanced culture. And pyromancers are considered rather unsavory. Which is fine, as I never got along with anybody anyway. So,
For me, turning undead didn't change a thing. Yeah. A pyromancer's flame is a part of his own body. A flame developed. When I gave you that flame, I gave you a part of myself. Ew. A pyromancer's flame is a flame. When I get, please take good care. Yeah, bro. Goodbye then. Gut. Dann würde ich sagen, wenn wir. Wer schnarcht hier, Digga? Oben? Hier unten drunter? Wer hat hier geschnarcht? Ey, hier passieren Sachen, ihr glaubt es nicht. Okay. Okay. Wir machen Folgendes. Wir gehen hier lang. Ist hier die Sackgasse? Nee, ne? Hä? Moin, du hast ein paar Kumpels bekommen? Oh, hello. My guests have finally arrived. I will be departing with them shortly. Oh, okay. So, I'm afraid I will be saying goodbye soon. It was a pleasure. Ich war mir noch nicht ganz sicher, jetzt welchen Eid ich eingehe. Jemand hat geschrieben, der Eid hier macht es schwerer, dass ich invaded werde. Oh. Und ich solle den machen. Miracles, I presume? Große Heilung. Kehrt zum Leuchtfeuer der letzten Rast zurück. Ist es aber immer wieder. Ah, ne, Aufladung 1. Für 8000. Wirf Feinde zurück. Gewährt weitere Führung aus anderen Welten. Okay. Heilung, Rat suchen. Ja, okay. Talisman. Come again. Ich bin so. Ich glaube, ich sollte jetzt einfach mal eine Entscheidung fällen. Ich rede nochmal. An undead mission? Regrettably, I cannot share that with you. But you are my pupil. Perhaps if you show your faith. Ah. Ich habe nicht genug. Lol, richtig die katholische Kirche für. Arme Alter, auf Wish bestellt. Zu wenig Hingabe. Nee, ich hab. Come again. Okay, the effectiveness of the teachings depend upon your faith. Moin. Same. Hm? What have we here? You look awfully raggedy. Times are grim. The least you can do is look sharp. Don't you dare meet my lady like that. You might scare her off for good. Junge, guck dich mal an. Ey, generell die Proportion von den Boys, ne? Richtiger Milchbubi, aber irgendwie sieht's aus, als. Also die Rüstung wirkt so, als hätten die alle eine riesen Plauze und so. Oh, you again. What business have you? I don't suppose we can help, though. We accompany my lady on her righteous mission. It is quite a chore, but I'm stuck with her. And Nico, too. I can't very well abandon them now. Okay. Oh, it's you. With the catacombs aren't exactly my idea of a good time, but what can one do? I do hope we meet again. Ich sitze die ganze Zeit so. Ich sitze die ganze Zeit so ein bisschen verkrampft, weil ich irgendwie so sitzen möchte, dass ich jetzt nicht ewige Nässe an meiner Haut verspüre. Oh, we're to leave momentarily. The catacombs aren't okay. Ja, ich würde doch gern mit dir reden. You are undead as well. Then we've no time to fraternize. I have my mission and you no doubt have yours. We must not let this curse overcome us. Did I not explain the urgency of our tasks? Doch. Or are you so uncouth as to lack such judgment? Hm. By the looks of you, I should think not. Hm. Did or are you so okay.
Leiste ich hier jetzt ein Eid? Ich würde sagen, ja. Es wirkt so, als wäre das die letzte Chance. Mir wurde der empfohlen. Ich glaube, ich mache hier nichts falsch. Wenn ich meinen anderen haben wollen würde, breche ich den halt und bei der Glocke hier kaufe ich mich dann rein. Kostet zwar, aber na gut. Eid leisten. Ich habe noch gar kein Eid. So. Come again. The effect. Jetzt hole ich mir 200 Seelen und gib dem da seine 2800, meinetwegen. Mir egal. Das sollte hier reichen. Das ist ja interessant. Okay, dann zerbröseln die wie so ein Keks. Schön. Gut. Okay, dann gebe ich dem jetzt seine Seelen. Ups. Lol. Na gut. So, wo ist er? Hier lang. Gut. Dann bin ich gespannt, was da passiert. Moin. Oh, Miracle. Reden. Rhea is the youngest daughter of the good house of Thurland. Those young knights are her old schoolmates. But I'm not sure what to make of them. I'm afraid they may be a bad influence. Mm-hmm. Rhea is the youngest. But hey, kann ich ihm jetzt nicht mehr hier die Scheiße? Ach so, for free, Ehre. So. Ja, ich könnte jetzt hier. Nee. Come again. Ach, schade. The effectiveness of the teachings depend upon your. Ich habe anscheinend die Chance vertan, weil ich in dem Moment nicht genug Seelen hatte. Schade. Na gut, okay. Wir fahren jetzt hier einmal hoch und runter. Denn ich möchte jetzt in das Nest vom Raben und mich da hinlegen. Ach shit. Na egal, machen wir safe. Und zurück zum Startgebiet und da durch die Tür. Ich erinnere mich nicht mehr genau, wo wir diesen Schlüssel bekommen hatten. Muss ich jetzt hier halten? Nee. Ach so. Hä? Ach so. Ach so. Okay. Ja, dann try ich mal. Das Ding ist, da war so ein bisschen. Oh oh. Nee, es geht. Doch, es geht. Oh, hoppala. So. Dann hier rüber springen. Das war krass. Ich bin zu hoch. Nee, bin ich nicht. Das Nest ist hier oben. Nur der Rabe ist da unten. Und zwar hier, genau. So. Und hier lege ich mich jetzt hin. Oh, falscher Knopf. So. Klappt das? Klappt das? Oder geht das erst, wenn ich beide Glocken gebimmelt habe? Aha! Aha, man muss einfach warten. Krass. Das allein auch rauszufinden, ne? Okay, Schnellreise, ne?
So. Krasse Slow-Mo, paar Feathers, Abflug. Gut. Das weiß ich tatsächlich auch noch. Hier gibt es jetzt tatsächlich noch ein bisschen was zu ergründen. Guck mal, hier sind jetzt... Oh, krass. Okay. Das weiß ich nicht mehr. Hier gibt es noch ein paar Leute, die boxen wollen. Oh, ich brenne. Ach du Scheiße, der hat mich ja richtig... Der hat mir die Hälfte des Lebens abgezogen. Alter, jetzt bin ich hier. Und das Rad. Was mache ich denn jetzt? Die Nummer 10. Die Nummer 10. Augenklappe. Cool. Ja, dann spielen wir jetzt die letzte halbe Stunde mit Augenklappe. Cool. Ja, ich glaube, da bin ich noch ganz gut weggekommen. Die Frage ist, auf welches Auge, ne? Ah. So, achso. Das ist Bullshit. Ist halt auch einfach unangenehm, das vom... Oder das? Ja, dann mache ich mal so. Das Ding ist, man kneift halt auch unnormal das Auge zusammen. Es ist irgendwie... Es ist kacke. Ich nehme die Cap ab, das ist irgendwie kontraproduktiv. So? Was ein Scheiß, Alter. Ja, erniedrigend. Schon ein bisschen irgendwie. Ja. Geiles Projekt. Jetzt fick ich dich. Jetzt mach ich dich fertig. Scheiß auf die 2800 Seelen. Ich werde dich so fertig machen, Bruder. Warte, ich brauch schnell. Kann ich ihn jetzt schlagen? Schwanz. Oder? Setz dich hin, ich mach dich so fertig, Junge. Wo ist er? Nein. Nein! Wo fliegt er hin? Ich krieg dich! Ich krieg dich! Dieses Arschloch. Aber ich habe ihm ein paar Hits gegeben. Mit einem Auge. Ich habe Auge gemacht. Wo fliegt der denn hin? Alter, was ist das für ein Game? Jetzt ist er weg. Kommt der wieder? Zieht er einfach nur eine riesige Runde? Ich glaube, wenn ich hier hingehe, dann fliegt er weg. Ey, ganz ehrlich, ich bleib mal bei diesem Schild, oder? Wenn das eh besser ist für Feuer. Hüllenschild, ja, interessant. Ja. Hey, was ein kleines Arschloch, der Typ, ne?
Crazy, was diese Folge passiert. Ich habe richtig das Gefühl, das ist richtig, richtig krass, was hier passiert. Wisst ihr, wie ich meine? Wo kam der jetzt auf einmal her, Alter? Ey, habe ich das richtig auf? Jetzt mal ganz ehrlich. Irgendwie, ich glaube, das gehört übers Ohr. Ja, so ist das im Piratenfilm. So. Ja. Also interessant, wie der sich verhält. So. Runterrutschen. Oh, es ist so unangenehm, weil man irgendwie die ganze Zeit die Wimpern so ein bisschen ist irgendwie verkeckt. So, Zähne. Ja, müssen wir uns nochmal durchfalten, aber ist ja in Ordnung. Machen wir einfach ganz schnell. Alles dreckige One-Taps, bin ich ehrlich. Ciao. So. Okay. Dann. Ich könnte einfach mal durchrennen. Soll ich das mal versuchen? Komm. Okay, never mind. Okay, ich renne doch nicht rum, ja? Ich mach's doch nicht. Ach komm, den kann ich jetzt auch noch machen. So, ciao. Naja, Kleinvieh macht auch Mist, sag ich immer. Ja. Er ist schon belastend mit der Augenklappe, muss ich schon sagen. Also ist schon... Das ist schon maximal nervig. Ich würde sagen, es ist wirklich nerviger als der Helm. Aber der Helm, der tut halt auch weh. Shit, hab ich ihn unterschätzt. Körperklaus. So. Guck mal, auch schon wieder 1300 Seelen, ne? Haben oder nicht haben. Moin. Ja, ich schneide die halt völlig auf, ne? Ist halt echt geil. Also da merkt man halt wirklich den Progress, wie das sich hier mittlerweile, ja, entwickelt hat, ne? Wie stark das Schwert ist, generelles Equipment. Jetzt sind die halt wirklich weg. Alle! Es war halt wirklich Last Chance. Na gut. Gut, dann versuchen wir wieder ins Nest zu kommen. Ne, hier ist Sackgasse. Hier lang. Nee, hä? Ach so, ja, doch, klar, hier. Alter, ich krieg auch Kopfschmerzen so. Also, oder? Das ist schon scheiße. Ich bin ehrlich, das ist schon scheiße. So. Okay. Elegant. So, jetzt aber nochmal richtig, ja? Jetzt ohne Flachs. Spiel ich auch vorsichtiger. Ich spiele generell, ich bin cockiger geworden. Guck mich an. Ich bin schon, also... Habe ich eigentlich nicht nötig, da auch unbedingt die Hits landen wollen gegen die Fackelboys. Das war ziemlich... Das war Noob-Scheiße. Gebe ich zu. Das kann ich besser. So kann ich das wegdrücken. Mich juckt das eigentlich nicht. Genau, zack. Schön. Aber das Game macht so Bock, Alter. Ich bin richtig auf Entzug durch dieses Projekt, weil ich habe hier diese Sucht jetzt angefangen und ich will die ganze Zeit so heimlich einen zweiten Spielstand machen. So, jetzt kann ich. Aber ist natürlich Bullshit, weil dann spoilere ich mich ja mega. Kann es sein, dass die Fackelboys hier besser sind als die, die ich schon kenne? Dann habe ich überlegt, na, ich könnte ja schon mal Dark Souls 3 privat spielen. Dann, ob ich das halt auf den Kanal bringe, weiß ich nicht. So, aber ich... Allein für die Wahrscheinlichkeit, dass ich hiernach auch noch Teil 2 und 3 und dann noch Bloodborne und so weiter spiele, ich muss mich einfach mega zusammenreißen, jetzt
Das hier. Aber umso mehr freue ich mich halt immer übertrieben auf die Aufnahmeslots. So, ich habe mich hier beim letzten Mal, glaube ich, gar nicht so krass umgeschaut. Hier zum Beispiel. Oh, aha! So. Ja, das Zusammenkneifen, das ist das Problem. Das, glaube ich, erzeugt dann... Ich mache mal die Seite, weil von da kommt... Ah, nee, von... Oh Gott. Jetzt... Oh Gott. Jetzt habe ich hier richtig so... Ach, kennt ihr das, wenn ihr zu lange ins Licht guckt und... So, Leute. Wer ist er denn? Wer sind die? Hier ist ja alles anders. Moin, Leute. Oh, shit! Wie auch einfach nicht den Feuerband-Dings schreien. Oh Mann! Wisst ihr noch, als ich gesagt habe, jetzt ist Client, ab jetzt werde ich gebumst. Dieses Spiel, das ist... Ich gehe in den Wald, ich sag's euch. Ich gehe in den Wald und farm die Seelen und dann... Was ist das denn? Für eine Scheiße. Rein jetzt! Scheiß auf online! Also 13 hatten wir noch nicht. Was ist 13? Oh, Alter. Eine Wäscheklammer ins Gesicht. Super. Wie machen wir das jetzt? Oh, die hat richtig Zug drauf. Oh. Das Ding ist ja, Wäscheklammer, das ist mal so, ne? Die haben ja teils eine ganz unterschiedliche Stärke. Am schlimmsten sind diese Holzklammern. Die kennt jeder, oder? Oh. Oh. Die vor... diese richtig traditionellen Holzdinger, die tun so höllisch weh. Vor allem auf Dauer. Ich bin recht froh, dass das jetzt hier in der letzten Viertelstunde passiert. Das ist noch halbwegs entspannt. Aber ich kann mir vorstellen, dass das richtig mies scaled. Oh. Ich wollte schon reflexartig die Arme, aber ich darf die nicht lockern. Das ist jetzt einfach vorbei, ja? Ist over, das Thema. So. Ah, noch 12 Minuten. Ah, das schaffst du, Max. Ja, jetzt ist die Frage, schaffe ich den Heini denn, ne? Ach, scheiße. Boah. Muss doch mehr über Stechen kommen, wenn ich hier nicht weiter... Ich muss einmal... Nee, ach komm. Eigentlich muss ich einmal die Nase hochziehen. Ich mach doch wieder die Seite, weil sonst sieht man auch gar nichts mehr von mir, ne? Oh, es tut mir leid, aber es ist echt unangenehm. Also, ihr wollt doch nicht tauschen, ja? Also, haltet einfach die Fresse. Ich ziehe jetzt die Nase hoch, wie ich will. Hä? Stirb. So, jetzt aktiviere ich diesen Kackschrein. Oh Gott. Oh. Ich will nicht wissen, wie dieses Projekt noch wird, ne? Also, gefühlt haben wir ja gerade erst angefangen. So. Ja, cool. Okay. So eine Scheiße. Also, wir gehen jetzt nochmal hin. Und dann bumsen wir bei diesem Boss da. Das ist der gleiche, den ich schon mal besiegt habe, oder? Oh Gott. Oh, es tut mir leid, aber... Oh, es
so anstrengend, ey, alles. Also. Aber es sorgt auch ein bisschen für Kopfschmerzen, glaube ich, alles so. In der Summe jetzt schon sehr. Aber ist halt auch nichts für schwache Nerven, dieses Projekt. Ich hab's mir ausgesucht. Also habe ich halt wirklich, ne? Niemand hat mich gezwungen, Digga. Vielleicht hätte ich erstmal in die Augenbraue machen sollen. Wobei, das tut mir weh, glaube ich. Ich weiß es nicht. Er ist gehopst wie gesprungen. Wie soll ich so denn jetzt... Also, konzentrieren ist jetzt halt auch schwer, ne? So, Jungs. Jetzt gibt's auf die Fresse. Ihr habt mich sauer gemacht, bin ich ehrlich. Ihr habt mich wirklich sauer gemacht. Ja, bist ein cooler Typ. Einmal hinten. Ey, würde ich einen Schaden mehr machen? So, ist das jetzt eingestürzt? Nee. Okay, was mache ich hier? Ich wette an der Seite. Ja. Guck mal. Oder? Ich weiß es nicht. Wo kann ich hier lang? So. So. Jetzt ist das Problem, da unten sind meine Seelen. Der macht Magieschaden, würde ich vermuten. Das sah so aus. 40. 35. 65. Heilige Scheiße. Ja, nehmen wir. 15, 5, 10. Ja, ist schon am besten. 27 ist am besten. 16. 19. Oder? Ja. Okay. Jetzt haben wir... Doch, das ist die Schnelle. Okay. So, jetzt ist die Frage... Wie gehen wir es an? Lassen wir das hier einmal so einbrechen? Oh lol. Können wir das triggern, sodass wir aber oben bleiben? Weißt du? Weißt du, wie ich meine? Also so hier. Der steht hier. Okay, der rennt uns nicht weg. Sind wir ehrlich? Wissen wir alle. Wir gehen jetzt erstmal da hoch. Achso, warte, ich muss ja mit neuen Gefahren rechnen. Ne? So, da oben war die Tür, aber wir gucken erstmal hier. Aha, wer ist er denn? Wer ist er? Das ist doch der Typ, den ich da, mit dem ich geredet habe. Oder ist das ein Spieler? Nee, kann nicht sein. Der bewegt sich auch wie ein Spieler, oder? Hä, was ist das? Tausend! Wappenschild. Diese Folge ist der Hammer. 80 Magie. Oh. Okay, aber es ist vor allem in Magie gut. Er hat auch weniger Gewicht als das Balderschild. Okay, also 80, das ist halt krass gegen Magie. Alle anderen Werte sind aber okay. Okay, heftig. Was? What is happening? Erwürg. Also wirklich, seit ich die Augenklappe und vor allem seitdem ich die Wäscheklammer auf habe, gefühlt vergeht die Zeit doppelt so lang. Aber ich will nicht jammern. Ich sehe nichts. Hä?
Das ist ein silberner Ritter. Das ist kein schwarzer Ritter, das ist ein silberner. Ich kann ihn blocken. Ich muss irgendwo hin, wo Platz ist. Irgendwo hin, wo Platz ist. Am besten. Kommst du? Sehr gut. Was sind hier für Gegner? Ey, ich hätte hier noch nicht hinkommen sollen. Das ist zu heftig. So, hier ist gut. So, ich kämpfe hier gegen den. So. Jawohl. Konzentriert weiter. Ja! Noch nicht ganz. Ja! Oh! Roter Brocken. Und das krasse Schwert. Das ist die krasseste Waffe, oder? War das nicht so, Alter? Wie die krasseste Scheiße? Aber halt auf Stärke. Jo, 220 Schaden. Könnte ich... Also ich könnte auf 20 Stärke skillen. 6 Level. Alter, meine Nase, ich sterbe. Aber viel interessanter, glaube ich sogar, für mein Bild... Das hier. Feuerwaffe und Chaoswaffe. Crazy. Achtung vor die Ritter. Okay. Ja, ja, danke. Ich gehe erstmal zurück. Scheiß auf die Tür da oben. Aber Vorsicht ist angesagt. Ja, das sind die Anfangstipps. Nimm dein Schild. Heilige Scheiße. Okay, was kommt jetzt? Nimm dein Schild. Hä? Moment. Ich bin gerade verwirrt. Was steht hier? Ja, gut. Okay, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Egal, kriegen wir alles hin. So, ist hier drin nochmal was? Ja, gut. Okay. Ich will gerade aber gucken, was wir jetzt noch schaffen und was nicht. Ja, ich dachte, ich krieg's gedodged. So. Dann komm mal her. So. Dann kommen wir alle her hier. Ich hör hier auf die Fresse. Mache ich jetzt so wenig Schaden? Ach du Scheiße, die Wäscheklammer ist echt übel. Oh! Okay, Jungs. Ihr seid einer mehr geworden. Ich verstehe. Einer weniger. So. Ach komm, mal was so. So. So, jetzt aufschließen. Untot Asyl West. Ah, den haben wir sogar sehr früh bekommen. So. Was haben wir denn hier? Oh Gott, komm ich schon, oder? Aha, das hier. Verrosteter Eisenring. Das war's.
Verbessert die Balance. Wer Gefallen an diesem seltsamen Ring findet, wird sich freuen, wenn er entdeckt, dass er auf unsicherem Untergrund wie in Sümpfen die Balance des Trägers verbessert. Aha. Also ich kann über sowas wie Sumpf besser gehen. Okay. So. Jetzt die Frage. Leute. Ich gehe mal runter, weil dann haben wir ja alles abgeklappert. Ich setze mich hier hin und beende die heutige Folge. Das war mein inneres Blumenpflücken. Und nächste Folge bumsen wir diesen Boss. Ich sag's euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Es ist die erste Folge, in der ich richtig gelitten habe. Bin ich ehrlich.